Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbes Cthulhu Adventure. Wir sind letztes Mal hier in dem Hotel hoch in das Zimmer gekommen, nach einigem Rumprobieren. Und nun können wir uns endlich umgucken. Ich hatte nicht erwartet, dass es hier ein zersprengtes Fenster hat. Ist ihm unten auch offensichtlich nicht aufgefallen. A really old, really crooked armoire. Passiert a big vertical crack in it lets me know it's empty. Oh, okay, gut. Seltsamer Staub. Strange little pyramids of grayish blue dust. Ja, Azothu. Ja, Angaku. Ja, Zi Nibo. Okay. Also er hat einen alten Gott angebetet und wurde dann zu Staub. Not gonna pick any of this stuff up. Who knows what it is, and does. Wer weiß, wer es ist. Of course there had to be a pentagram. Of natürlich course. Natürlich stellt man sich aber auch direkt in die Mitte davon, wenn man sich das anguckt. Know this, Seeker. Books hold untold meaning. Order is capital. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann mir die Pentagramme nicht mehr angucken. Ancient books, rotting away in this forsaken attic. Nichts. They're no use to anybody anymore. Mehr seltsamer Staub. Probably alchemical. Oh, okay. Ach ja, stimmt. Probably alchemical in nature. No time to look into it. Immer zwei Sachen, die it looks, well, ancient. These particular books had somehow survived. They seemed to be in alphabetical order. I was gonna have to make some kind of informed choice here. Choices, actually. Uff. Okay. Können wir jetzt nicht Paris angucken. Ah, Paris. The city of lights. More like lightning now. Looks just as dreary as any other town in a thunderstorm. Ich sehe gar nicht den Eiffelturm. Wish I could have visited under different circumstances. And weather. We'll always have Paris. Rainy, somber, Paris. What a cacophony. Too many damned people. Bonsoir, Paris. Das kann man sich. Okay. Wer alles sieht, so aus. Überlebende und die verrotteten Bücher. Ah. Oh. So much for anyone ever reading them. Okay, I. Or the Roman numeral for one. Yeah. I. Or the Roman numeral for two. I. Or the Roman numeral for three. Tut mir ein bisschen leid. IV. Or the Roman numeral for four. V. Or the Roman numeral for five. Know this, Seeker. Books hold untold meaning. Order. Schreibt sich was in know this, Seeker. Dings books auf. Hold untold meaning. Order is capital. I don't know what to say. Können uns noch mal kurz mehr angucken, die Bücher. Achso, da kommt dasselbe raus. Okay. Ich habe gedacht, er sagt noch irgendwas dazu. There's something capital about these titles. It is reflected in the knowledge within.
Ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß nicht genau, was sie von mir wollen. Okay, hier ist auf jeden Fall was unterstrichen. Ist überall aber was unterstrichen. Das Tor des Ed. Okay, Moment. Ja, Azoftu. Ja, Angaku. Ja, Sie, Nibo. Okay. Ja, okay, frage ich mich auch gerade. Das war jetzt hier, glaube ich, gar nicht dabei. Es fängt immer an mit ihr. Falls wir sowas haben. Ed. Ed. Diktur. Katus. Gucken wir uns. Oh Gott. Unten Flyer, Haken. Ja. Gonzalo. Ordnung bedeutet Größe. Muss bedeuten, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt, der ich folgen muss. Das Mal des Jägers hat enthüllt, dass die Bücher etwas Großes an sich haben. Ja. Die Überlebende der Bemüssten-Verbindung stehen bei allen. Sind nur die ersten 5 Worte unterstrichen. Das kann kein Zufall sein. Wenn der Kram über Strahl und Zeichen gesprochen werden, muss man schnell von Suche. Okay. Etwas Großes an ihn. Wollen wir uns nochmal die Bücher angucken? Was haben sie denn Großes an sich? Ist die Frage. Groß geschrieben. Punkte sind zumindest in der ersten Reihe unterschiedlich groß. Aber es wäre ein sehr komischer Wegbegleiter, also eine komische Sache. Da ist erst Wort groß geschrieben, wahrscheinlich überall. Ja. Ich will es einfach nur mal probieren. Inquisitore. Nothing. Okay. Add. Nothing. Das war gut. Impugnandum. Nothing. Wahrscheinlich kommt da gar nichts mehr raus. Ne? Nothing. Das habe ich mir gedacht, habe ich schmeckt. Dann gucken wir uns ja nochmal die Bücher an. Irgendwas muss doch da aber sein, was mich verhilft, aufzukommen. Oder sie meinen, wegen dem 1, 2, 3, also I, deswegen hat er I vielleicht die ganze Zeit gesagt, ne? Wegen IV und II und III, kommt das hin? Maybe, probieren wir es mal aus, ne? Also hier, wir hätten erste Reihe Ikonis. Erste Wort wäre Katus. Jetzt wegmachen. Können wir das so
Das war eins, ne? Kattus. I had chosen the book starting with an I and the first word in the sentence. I was onto something. Okay, das ist schon mal richtig. Na gut. Dann wäre ja zwei II. Wir haben ja mehrere mit I. Wir haben hier Identificatio Idolaris. Idiom in Ignis? Nein, glaube nicht. II. Und dann sagen wir mal das zweite Wort. Mal 1, 2, 3, 4, 5. Jeweils. Wir ziehen das einfach mal durch. Also II. Hatten wir dann III in was, Indulum in Ignus. Ignius. Wäre ja dann 3 Is. Drittes Wort. V. Da, Impedio Vacarius. Drittes Wort. Und dann V ist, glaube ich, nur das hier. Fünftes Wort. Naja, hoffen, ne? Dass das soweit richtig ist. Est. Scheint gut zu sein. Draconi. In. Finem. Wir haben einen Fidget Spinner bekommen. Und das ist auf dem Boden gezeichnet. Okay, okay, das war cool gemacht. Let's see where chaos takes us. This way, Seeker. Ja, das war ein cooles Rätsel. Musste erst durchchecken, aber war ein cooles Rätsel. Okay, wir sind oben in einem Turm. Wir haben ein paar Schädel. Still Paris. Still in the rain. Mal checken, ne? Poetic, but I don't have time for it. Vielleicht hat's ja aufgehört zu regnen. Wahrscheinlich auch noch zu viele Leute, ne? What a cacophony. Behälter. Eine Feder, die wir uns angucken können. Crow's feathers. Scattered all around. What the heck? Da haben wir auch noch welche. I'm sure there's some kind of significance here, but it escapes me. Mitnehmen? Wait, Olmstead gave a crow's feather pen to Serge. What does that mean? Everything has to be hermetical, doesn't it? I don't really need them. Ich will sie. Corvus. Corvi. Corvinus. What? Das frage ich mich auch. There's a lot of junk in here. I'm not going through all of it. Gotta keep my eyes on the prize. I have to stop getting distracted. Ich lass mich gerne ablenken. No red. No need. Der halt der Behälter. I'll be damned. That's gotta be what I'm looking for. The container of Constance, as it were. Huh. Sure put up a fight, didn't you, Olmstead? Or Olmstein, or whatever. Come to daddy. Flamulus necessarium est. Ich mag's nicht, wenn ich mir was aufschreibe. There's no apparent latch or handle, and it looks firmly locked. Okay. Kann sich bei Möglichkeit der Hälfte öffnen. Ich frage mich, ob ich noch was anderes brauche. Was er sagt, Flamulus Nexarium S. Ich bin keine Ahnung, aber ich werde das mal brauchen. Okay. Wenn wir die Bücher können wir uns noch angucken, weil. Ja, wenn ich jetzt noch gewusst hätte, wie das Ding hieß. Glaube ich aber nicht dabei.
It's a flyer what bears Flamel's mug. It's also got a writ of his goings and doings. Reading that, though, is a first-class ticket to Napsville. Population Z's. It's a flyer what... It's also... I'm not hauling that around. A beautiful depiction of Flamel indeed, Mr. Olmstead. Your penthouse quarters are ready, right this way. Olmstead, huh? Nice. This is for you Papillon. Oh, Monsieur Olmstead, it's... As Mac Viper says, never touch another man's pen. Okay. Nochmal gucken, ähnlich. Lamelus Nissarin. Schwagel war, glaube ich, kein Buch da drinne. Ja, auch komisch. Vielleicht den Flyer einfach mit dem Ding benutzen. Just apply Flamel. Hey, it worked. Wow. Okay. Das war einfacher, als ich gedacht habe. A solitary page. Looks like it was torn out of a book. Is this it? Really? Ecce Structera. All right, let's see what this says. Huh. Interesting. I should tell Buzz about this right away. He'd better have a cell phone signal. Vertraue nicht Buzz. Kapitel 5, Transsilvanien. Ugh, not having phone signal or internet sucks so bad. Rare occurrence like that helps us any. Sure, it took a lot to get from Bucharest to this Forum Maris place. More than crossing the ocean, I might add. It's this blasted storm that defies the laws of physics, popping in and out of nowhere all over the world. Did you hear the driver saying it was messing with the GPS? Wait, where'd that accent come from? This? Well, what are my ancient stomping grounds doing to me? Kite, I think this is the real me. It never ends. Well, we're here. Charming town, your ancestral home. You will, of course, understand my apprehension and distrust of this place. Me being a black cat and everything? It isn't still the Middle Ages here, dummy. And as long as you're not excessively loud, people tend to not notice you can speak. Let's find peace. Right behind you. Okay, 18.05. Zimmerschlüssel? Busticket. Okay. Das ist der Bus, mit dem wir gekommen sind? Hoffe ich. Okay, aber bevor wir in Kapitel 5 starten, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, besucht mich auch gerne auf Twitch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.